Wer aufhört zu verhandeln, hat bereits verloren. Seit Monaten versuchen wir als AfD-Fraktion für Diplomatie und Verhandlungen zu werben. Das würde im Übrigen auch, Herr Scholz, die Glaubwürdigkeit, von der Sie immer sprechen, erhöhen. Stattdessen fördert die Ampel die Bewaffnung Europas. Dazu heute übrigens kein Wort. Und ich sage es immer und immer wieder, die Europäische Union ist nicht der verlängerte Arm der NATO und darf es auch niemals werden. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, wir brauchen Sicherheit und Zusammenarbeit auf dem Kontinent Europa. Frieden zu schaffen und zu erhalten, wird die Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Dafür braucht es kooperative Strukturen und Bündnisse, die Interessen der Mitglieder abbilden und auch vertreten. Und genau diese Interessen sind es, die sich eben verändern. Es sind die nationalen Interessen, die Völker ihren staatlichen und zwischenstaatlichen Akteuren gegenüber formulierten. Die Wahrnehmung und Einhaltung dieser Interessen sind die Grundlage für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf bilateraler und multilateraler Ebene. Nur wenn die Bürger abgeholt werden und sich auch wahrgenommen fühlen, werden sie auch die Institutionen und auch die Akteure dahinter akzeptieren. Und genau das ist der Grund, Herr Scholz, warum Sie bei der Europawahl diesen Klatsch gekriegt haben. Denn das ist genau Ihr Problem. Und da sind wir nämlich schon auch mitten im Thema der heutigen Debatte zur Europäischen Union und dem Nordatlantikpakt. Beide Institutionen sollten Zusammenarbeit, Sicherheit, Freiheit und auch Wohlstand in Europa garantieren. Beide Institutionen hatten in ihrer Entstehungszeit Gegenentwürfe auf der anderen Seite, also im Osten. Diese stellten einen Gegenentwurf, aber auch ein Gegengewicht dar. In Zeiten des Kalten Krieges wurde auch stark auf das Mittel gegenseitiger Abschreckung, auch durch Kernwaffen, gesetzt. Und heute müssen wir die Lage eben auch neu bewerten. Ob dieses Kräftemessen noch eine erfolgsversprechende und vor allem auch vermittelbare Strategie zur Befriedung von Konflikten darstellt, ich denke, es ist zumindest fragwürdig. Was uns jedoch immer bleibt und was wir viel stärker nutzen sollten, sind die Möglichkeiten der Diplomatie. Austausch, Verständigung und das Verstehen wollen individueller und auch gegenseitiger Interessen wird über Krieg und Frieden entscheiden. Wer aufhört zu verhandeln, hat bereits verloren. Seit Monaten versuchen wir als AfD-Fraktion für Diplomatie und Verhandlungen zu werben. Warum treiben Sie als Bundeskanzler und auch als Bundesregierung dies nicht aktiv voran, Herr Scholz? Auch heute wenig davon in Ihrer Rede. Im Ergebnis, werte Kollegen, müssen sich heute beide Institutionen, die EU und auch die NATO, in ihrer aktuellen Form daher auch die berechtigte Frage nach ihrer Daseinsberechtigung stellen. Eine ganze Weile konnte man diese Frage ausblenden. Die aktuellen sicherheits- und auch wirtschaftspolitischen Probleme in Europa fordern aber genau diese Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Der noch immer andauernde Krieg in der Ukraine zeigt, wie dringend Europa militärische Bündnisse braucht. Keine Frage, die auch vor allem unsere Interessen vertreten. Und in dieser schwierigen Zeit wird deutlich, wer unsere Interessen mit Weitsicht formuliert und vertritt. Eine NATO in der jetzigen Form kann das leider nicht mehr leisten. Aber wir sind Teil dieses Bündnisses. Warum nutzt also auch die deutsche Bundesregierung diesen Status aktuell nicht, um deutsche Interessen zu verfolgen? Warum helfen uns die Partner nicht, die Aufklärung der Terrorangriffe auf unsere kritische Energieinfrastruktur herbeizuführen? Das wäre doch die erste Forderung, die man an echte Partner und auch Freunde, wie Sie sie nennen, richten sollte. Und das würde im Übrigen auch, Herr Scholz, die Glaubwürdigkeit, von der Sie immer sprechen, erhöhen. Stattdessen fördert die Ampel die Bewaffnung Europas. Dazu heute übrigens kein Wort von dem neuen NATO-Hauptquartier für die Ukraine mitten in Deutschland. Weder von Herrn Scholz noch von Ihnen, Herrn Merz. Das ist nämlich, und fragt man sich, für wen haben Sie da eigentlich das Bekenntnis abgegeben? Genau, für diejenigen, die ihre Nuklearwaffen noch immer nicht aus Deutschland abgezogen haben. Sie machen uns damit in der Wahrnehmung noch mehr zu deren militärischen Vorposten.
Nutzen Sie besser die EU-Ratspräsidentschaft Viktor Orbáns und laden Sie alle Kriegsparteien zu Friedensverhandlungen nach Deutschland ein. Das wäre ein Zeichen der Souveränität. Und in diesem Zusammenhang, wir brauchen eine Bundeswehr, die unser Land verteidigen kann. Sie haben im Deutschen Bundestag ein Sondervermögen, also Sonderschulden in Höhe von 100 Milliarden Euro abgetrotzt. Viel versprochen, nichts ist realisiert worden. Ganz im Gegenteil. Sie fordern lieber die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Deutsche Waffen dienen aber der Selbstverteidigung, nicht der Unterstützung fremder Kriege. Den Bürgern wurde schon einmal glaubhaft gemacht, dass unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt werden könne. Mit welchem Ergebnis? Zerstörung, Elend und Migrationsströme, die hauptsächlich die innere Sicherheit Deutschlands gefährden. Entschlossenes Handeln blieben sie dabei auch schuldig. Ziel muss es sein, die unkontrollierte Zuwanderung sofort zu stoppen. Sichere Grenzen und konsequente Zurückweisung sind dabei unerlässlich. Schauen Sie einfach in die Kriminalitätsstatistik. Dort sehen Sie, welche Probleme wir mit Zuwanderern gerade aus Afghanistan haben. Und da brauchen wir auch keine Verharmlosung von Fakten, wie es die Bundesinnenministerin Frau Faeser fast wöchentlich macht. Die konsequente Abschiebung straffällig gewordener Personen muss ebenso Konsens sein wie die abgewiesener Asylbewerber, meine Damen und Herren. Und Grundvoraussetzung dafür sind allerdings auch diplomatische Beziehungen zu diesen Ländern. Ob Sie die Regierung anerkennen möchten oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Solange Sie aber Regierungen erste, zweite und weitere Klassen einteilen, werden Sie kaum dabei Erfolge einfahren. In der Konsequenz werden Sie wieder ausgeladen oder am Flugzeug stehen gelassen. Das ist doch mittlerweile dieses desaströse Bild, das Sie von Deutschland in der Welt hinterlassen. Wir werden mittlerweile im Ausland nur noch belächelt. Das sind die aktuellen Fakten Ihrer Außenpolitik. Und Sie betreiben Jahr für Jahr einen Ausverkauf deutscher Interessen. Ihre kurzsichtige Politik zerrüttet gewachsene bilaterale Beziehungen und spaltet sogar die Europäische Union, ohne die Sie mit Ihrer Politik in Deutschland auch nicht dieses umsetzen könnten. Stichwort Heizungsgesetz oder auch die sogenannte Klimapolitik. Mit Hilfe der EU wollen und sollen nun auch die Sicherheitsinteressen der NATO durch die Hintertür in der Ukraine und auch in Moldau implementiert werden. Und ich sage es immer und immer wieder, die Europäische Union ist nicht der verlängerte Arm der NATO und darf es auch niemals werden. Bei allem Verständnis für die individuellen Interessenlagen kann die Eskalation des Konflikts und die Verlängerung des Krieges damit auch nicht ausgeschlossen werden. Das gilt es zu vermeiden. Und alles das sind genau Ihre Aufgaben. Wir würden Sie dabei unterstützen. Sie haben die Verantwortung für Deutschland und deren Bürger. Werden Sie dieser endlich gerecht. Vielen Dank. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.